Auch hier, wir haben eine Gleichung vierten Grades. Allerdings tauchen nur die Hochzahlen hoch 4 und hoch 2 auf. Und weil dieser Term eine Hochzahl hat, die doppelt so hoch ist wie die da, also x hoch 4 ist das Doppelte, also hoch 4 ist das Doppelte wie hoch 2, deswegen weiß ich, ich werde Substitution anwenden. Übrigens, so eine Gleichung mit hoch 4 hoch 2 heißt immer biquadratische Gleichung. Also biquadratisch, ja, wie bi halt. Ist aber nicht wichtig, müssen Sie sich nicht merken. Zurück zur Substitution. Die Hochzahl ist doppelt so hoch wie die, deswegen werde ich diesen Term substituieren. Ich nenne also x Quadrat, nenne ich a. A ist ein schöner Buchstabe. Damit wird meine Gleichung zu x hoch 4 plus x Quadrat minus 6 gleich 0 hatte ich. Und jetzt habe ich ja substituiert. Statt x Quadrat habe ich a geschrieben. X hoch 4 ist damit automatisch a Quadrat. Und jetzt habe ich eine quadratische Gleichung in a. Wende auf diese Gleichung die PQ-Formel oder die ABC-Formel an und erhalte die beiden Lösungen entweder 2 oder als zweite Lösung sollte rauskommen minus 3. Ich hoffe also, dass Sie die PQ-Formel und ABC-Formel richtig hinkriegen. Wie gesagt, dann erhalten Sie die beiden Werte. Jetzt habe ich aber erst a. Ich will ja nicht a, ich will x haben. Und deswegen kommt meine Resubstitution wieder ins Spiel. Das heißt, ich sage, a ist 2, aber a ist nichts anderes als x². Also kann ich statt diesem a wieder mein x² hinschreiben, sodass aus a gleich 2 die Gleichung wird x² gleich 2. Und jetzt kann ich natürlich wieder nach x auflösen, sprich ich ziehe die Wurzel. Wurzel aus 2 gibt einfach Wurzel aus 2, plus minus beim Wurzelziehen. Und das wären also meine beiden Lösungen x1 und x2 mit plus minus 2. Beim zweiten, bei a gleich minus 3, mache ich genau das gleiche. Ich sage a, ach wieso steht hier eigentlich a3, das soll natürlich a2 sein. Spielt eh keine Rolle. Also a ist mein x², also steht statt diesem a wieder ein x² da. X² gleich minus 3 also. Nur, ich kann die Wurzel aus was Negativem nicht ziehen. Ein Quadrat kann ja nicht negativ sein, deswegen liefert mir dieser Term keine Lösung. Ich habe also nur die beiden Lösungen plus oder minus Wurzel 2.